Edward Snowden ist ein Feigling. Er ist ein Verräter. Er hat sein Land verraten. Der Mann, der ein geheimes Überwachungsprogramm enthüllt hat, ist in Hongkong untergetaucht. Es war der größte Verlust von Geheimnissen in unserer Geschichte. Ich will, dass er gefasst wird. Die Jagd ist eröffnet. Wir sagten ihm, los, raus, raus, raus. Ich dachte, die könnten mich umbringen. Es ging um sein Leben. Entweder der Plan klappt und wir kriegen den Flug, oder das war's. Drei Wochen vorher. Ein geheimer Treffpunkt in einem Hotel. Edward Snowden, 29 Jahre alt, Analytiker bei der NSA. Er hat in seinem Rucksack fast 1 Million Geheimdokumente. Er wartet auf ihm unbekannte Menschen. Auf dem Weg nach Hongkong sind Journalisten aus New York. Ein unbekannter Informant hat geheime Dokumente angeboten. Die große Frage war, wer ist der Mensch, den wir da treffen? Wir hatten keine Ahnung. Wir reisten ins absolut Ungewisse. Ich dachte damals, dieser Typ ist wahrscheinlich ein Spinner oder ein Hochstapler. Das konnte eigentlich nicht stimmen. Woher sollten wir wissen, dass wir nicht mit den Falschen sprachen? Er wollte einen Zauberwürfel in der Hand halten. Das war das Erste, wonach ich Ausschau hielt. Edward Snowden nimmt die Journalisten mit auf sein Zimmer. Und die Daten wechseln den Besitzer. Ich hatte den Rubikon überschritten. Niemand kann so einen Punkt im Leben erreichen, ohne zu denken, alia iacta est. Die Würfel sind gefallen. Die ersten Geschichten erscheinen im Guardian. Nach jedem Treffen im Hotelzimmer eine neue Enthüllung über die geheimen Massenüberwachungsprogramme der NSA. Die Journalisten schützen ihren Informanten. Noch scheint niemand Edward Snowden und sein Versteck zu kennen. Die ersten Geschichten erschienen und damals war er noch nicht öffentlich bekannt. Aber in der NSA hatten wir schon eine genaue Vorstellung, wer das ist und was er getan hat. Dann haben wir begonnen, ihn mit allen Mitteln aufzuspüren. Ich habe eigentlich erwartet, dass ich in Handschellen abgeführt werde. Er war sehr unruhig, richtig nervös. Einmal ging ein Feueralarm los und er fragte sich, ob ihn jemand damit aus seinem Zimmer herauslocken will. Es konnte jeden Moment an der Tür klopfen und alles wäre ausgewiesen. Was würden Sie tun, wenn Sie der Leiter der CIA oder der NSA wären und wüssten, dass jemand Beweise hat, die Sie schwer belasten? Und Sie haben einen Apparat, der diese Person stoppen kann, womöglich mit Gewalt. Was würden Sie tun? Wir konnten uns einfach nicht vorstellen, dass Sie ihn nicht schnappen würden. Und jedes Mal, wenn wir ihn interviewten, dachten wir, wir müssen das Beste draus machen. Morgen wird er nicht mehr da sein. Because we won't get the chance to speak to him tomorrow. He won't be there.
Drei Monate zuvor das letzte Treffen mit seinem Vater. Hier, nur wenige Kilometer vom Sitz der NSA entfernt, ist Snowden aufgewachsen. Ich traf ihn sprichwörtlich im Schatten der NSA. Ich nahm ihn mit und wir aßen zusammen zu Abend. Die Snowdens haben eine lange Familientradition im amerikanischen Militär. Sie reicht zurück bis in die Kolonialzeit. Edward Snowden macht eine beachtliche Karriere im Geheimdienst. Und im Alter von 27 Jahren hat er Zugang zu den größten Geheimnissen der NSA. Er wirkte deprimiert und ich machte mir große Sorgen. Das war nicht der Ed, den ich kannte. Einer der zentralen Punkte, die mich motivierten, war die Erkenntnis, dass wir zunehmend Entscheidungen fällten, die gegen geltendes Recht verstoßen. Ich nahm an, dass es vielleicht Probleme zwischen ihm und seiner Freundin Lindsay Mills gab. Das machte mir Sorgen, weil ich wusste, dass er sie sehr liebte. Ich umarmte ihn und sagte, ich hab dich lieb, mein Sohn. Snowden enthüllte nicht einzelne Informationen, er enthüllte alles. Wie wir Informationen sammeln, verarbeiten und verteilen. Deshalb werden die Folgen für die amerikanische Geheimdienstarbeit auf lange Zeit hinaus furchtbar schädlich sein. Mr. President, thank you for those kind words and for the confidence that you and Ambassador Negroponte have shown in me. Michael Hayden. Er hat die NSA, wie man sie heute kennt, geprägt. Von George W. Bush berufen mit einer Mission. Dem Kampf gegen den Terror. Erst ist er Snowdens Chef, dann der Mann, der ihn zum Whistleblower macht. Michael Hayden leitete ein Programm namens Stellarwind. Da konnte man die gesamte Kommunikation jedes Amerikaners sammeln, unter dem Vorwand, Terrorismus zu verhindern. Wenn Sie mich nach meinen Gefühlen fragen, es war die Arroganz eines Einzelnen, der sich die NSA ansah und davon überzeugt war, dass sein eigenes juristisches und ethisches Urteilsvermögen größer ist als das seiner Kollegen, seiner Vorgesetzten, des Präsidenten, des Kongresses und der Justiz. Ich dachte, was ist das für ein Mensch? Wie kann er es rechtfertigen, die Rechte einer ganzen Nation zu verletzen? Wie können wir uns aus einer Lage befreien, in der die höchsten Repräsentanten in einer Demokratie gegen die Interessen des Volkes handeln, und zwar heimlich? Snowden glaubt wohl, dass er moralisch überlegen ist, dass er es besser weiß als alle anderen. Das ist ziemlich arrogant. Mein Name ist Ed Snowden, ich bin 29 Jahre alt. Ich habe bei Booz Allen Hamilton als Infrastrukturanalytiker für die NSA gearbeitet. Eine Woche nach Beginn der Affäre. In einem Video bekennt sich Edward Snowden zu seiner Tat. Er enthüllte Spitzelprogramme der NSA, die Kommunikation in bisher unvorstellbarer Größenordnung abfängt. Ich begrüße Datenlecks nicht gerade. Die Journalisten haben ganz Hongkong abgesucht. Wo ist er? Bei uns in Hongkong war es etwa 3 oder 4 Uhr morgens. Als wir aufwachten, war die Hölle los. Where in the world is Edward Snowden? Mit einem Mal gab es einen Namen und ein Gesicht. Auch für das FBI. Sie werden die nächste Woche wohl sehr beschäftigt sein. Hätten die Medien den Aufenthaltsort meines Klienten herausgefunden,